Kyoto blüht Sakura-Bäume schon. Sakura sind Käsebäume oder Sakura no Ki. Und ich werde dich jetzt an 5 Orte mitnehmen, wo wir letztes Jahr in Japan Käseblüten geniessen konnten. Es war mega ein kalter Frühling. Darum sind die Blüten wirklich extrem lang. Über die ganze Reise durch haben wir die bewundern und Fotos machen. Und da werde ich dir jetzt zeigen, wo wir überall waren. 5 Hotspots für dich, wo du die Blüten anschauen kannst. Als Vorschlag, egal wo deine Reiseroute durchgeht. Zum Beispiel im Park in Tokio. Wir waren hier im Shinjuku-Gyoen. Die Blüten haben gerade so angefangen und alle Leute haben mit grossen und mit kleinen Kameras Fotos gemacht von dieser Pracht. Und sind auf diesen ominösen blauen Plastikplanen gesessen und haben da picknickt. Und selber hier ein Picknick veranstalten ist sicher ein super Plan. Dann nochmals Tokio am Fluss, der Meguro-Gawa, ist wunderschön beleuchtet in der Nacht von diesen kitschigen Lämpchen. Links und rechts kann man essen und trinken und den Abend geniessen. In Kyoto haben wir den Kiyomizu-dera ausgewählt. Du kannst natürlich bei jeder Sehenswürdigkeit die Sehenswürdigkeit an sich geniessen und dann noch die Reseblüten dazu kombinieren. Und dann wird es einfach zum perfekten Fotosujet. Wir sind dann aufs Land gegangen, auf Kyushu, ganz im Süden runter, und haben die Allee da genossen mit dem Fluss in der Mitte. Es ist immer dunkler geworden, die Lämpchen haben geleuchtet und es war einfach auch wieder mega schön gewesen. So ganz urchig. Und als Abschluss sind wir dann noch auf Miyajima und Sensuijima gewesen. Das sind zwei Inseln in der Nähe von Hiroshima. Miyajima ist berühmt, Sensuijima gar nicht. Und dort sind die Blüten gerade nochmals schön gewesen, es fängt ein bisschen verzuselt und die Blätter haben angefangen zu sprießen, aber es war ein schöner Abschluss gewesen. Und wenn dann da die Blütenblätter am Boden sind, sind die Japaner ganz wehmütig, aber nächstes Jahr blühen die Käseblüten wieder und vielleicht bist ja du dann auch in Japan. Wenn du jemals die Chance hast, bei Käseblüten in Japan zu sein, es ist die aller schönste Zeit, neben dem Herbst, aber Käseblüten ist also schon wahnsinnig romantisch. Und wenn du noch mehr willst von Japan hören, mehr willst zu deiner Reise oder Reisevorbereitung erfahren oder willst Japanisch lernen online, dann komm auf roniasakata.com. Dort hat es ganz viele Sachen für dich zum Entdecken, zum Lesen, zum Videos schauen. Und ich freue mich, dich dann in meinem Japan-Universum zu sehen. Matane!